Herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch Game of Thrones, die komplette Serie in der limitierten Blu-ray Sammler-Edition. Alle weiteren Informationen zu dieser Box und dem Boxinhalt sowie natürlich auch die Links zu dieser Box findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Game of Thrones, die komplette Serie, das Ganze in der limitierten Blu-ray Sammler-Edition. Wir haben hier mal wieder eine Serienbox vorliegen. Das Ganze am 3. Dezember erschienen. Es ist eine riesengroße Box in Schwarz und Gold hauptsächlich gehalten. Wir haben hier auf der eigentlichen Box noch einen Pappschuber darüber. Hier lesen wir einmal eine Original-HBO-Serie, Game of Thrones, die komplette Serie. Dann haben wir hier das Siegel mit den vier Wappentieren der jeweiligen Familien. Also wir haben hier einmal den Drachen der Familie Targaryen. Dann haben wir hier den Löwen der Lannisters, den Wolf der Starks und den Hirsch der Baratheons. Hier unten links haben wir dann noch einen FSK 16 Aufkleber. Und ganz oben in diesem goldenen Streifen lesen wir dann limitierte Blu-ray Sammler Edition. Jawohl. Was auch noch auffällt, wir haben hier ein Sichtfenster. So sieht das aus. Dazu kommen wir dann noch. Als erstes würde ich mal sagen, machen wir den Pappschuber runter. So, aber bevor wir zur Box kommen, werfen wir noch einmal kurz einen Blick auf den Pappschuber von allen Seiten. Also von vorne kennen wir ihn bereits. Auf der linken Seite haben wir dann oben das HBO-Logo und Game of Thrones, die komplette Serie. Blu-ray-Disc lesen wir hier. Auf der rechten Seite dann nochmals das Gleiche. Und auf der Rückseite, das ist jetzt interessant, haben wir hier eine Angabe darüber, was uns erwartet. Und zwar lesen wir hier, es ist recht breit, ich hoffe, ich kriege das halbwegs eingefangen, jawohl. Also, basierend auf dem Bestseller von George R. R. Martin, hält HBOs Fantasy-Dramaserie Game of Thrones den Rekord der am meisten ausgezeichneten Serie in der Geschichte des Fernsehens. Diese komplette Sammler-Edition beinhaltet neben allen Episoden der 8 epischen Staffeln der Serie auch umfangreiches Bonusmaterial und nie zuvor gezeigtes Filmmaterial. Dazu gehört unter anderem das Reunion Special, eine von Conan O'Brien moderierte Show, in der Stars der finalen Staffel sowie bereits aus der Serie ausgeschiedene Fanlieblinge über ihre neunjährige Game of Thrones Reise diskutieren. Dieses Special gibt allen Fans den lang ersehnten Einblick in eine Fernsehserie, die ein kulturelles Phänomen unserer Zeit darstellt. Diese limitierte Sammler-Edition beinhaltet die außergewöhnliche Shadowbox aus Holz mit zahlreichen 7 Königslande-Details wie der Hand des Königs, Anstecknadel und den 9 speziell beschichteten Holzebenen, entworfen von Robert Ball, dem Künstler hinter der Beautiful Death-Serie. Die komplette Serie Game of Thrones, alle 73 Episoden der epischen Serie auf 33 Discs, über 15 Stunden Bonusmaterial, zusätzlich zu dem exklusiven und nie zuvor gezeigten Reunion Special, moderiert von Conan O'Brien, beinhaltet diese Box Audiokommentare, Behind-the-Scenes-Specials und die animierten Legenden- und Überlieferungen-Specials. So, das war echt eine Menge Text, ich hoffe, ihr wisst jetzt Bescheid. Dann haben wir noch die technischen Details, also wie gesagt, 73 Episoden, je nachdem, 65 Minuten, das variiert ja, 30 Discs, das ist regulär einfach die Staffel 1 bis 8, die hier drauf ist. Und dann haben wir noch 3 Bonus-Discs mit eben diesem ganzen Bonusmaterial. Jawohl, also hier noch die Infos zu Sprachen und so weiter, dann haben wir hier einen Barcode und dann sehen wir hier noch, wie die Box dann aussieht. Jawohl, so, nachdem wir uns diesen Pappschuber zu Gemüte geführt haben, kommen wir zur eigentlichen Box. Hier oben lesen wir wieder Limited Edition Blu-ray Collector Set. Also von der Gestaltung ist das jetzt Englisch, genauso wie hier Game of Thrones The Complete Collection. Also das Deutsche war wirklich nur auf dem Pappschuber, ansonsten jetzt das Boxdesign alles in Englisch. So sieht das aus, komplett in Schwarz auf den Seiten. Hier lesen wir dann auch wieder Game of Thrones The Complete Collection und unten wieder schwarz. So, jetzt schauen wir mal, ob wir hier auch auf der Rückseite wieder was haben. Okay, hier steht das Ganze, was ich euch gerade schon mal vorgetragen habe, dann nochmal auf Englisch. Könnt ihr euch natürlich gerne kurz anhalten, erspare ich euch aber an dieser Stelle. Barcode oben rechts. Okay, gut,
nachdem wir das alles zur Kenntnis genommen haben, können wir endlich mit dem eigentlichen Inhalt starten. Ich gehe mal davon aus, nachdem wir hier rechts so eine kleine Lasche haben, dass das hier aufgeht. Jawohl. So, als erstes kommt uns hier entgegen ein Schaumstoff und die Hand des Königs. Also dieser Anstecker hier, dieser Pin, den holen wir hier mal raus. Okay, also das Ganze hier gut gepolstert. Und dann würde ich sagen, ziehen wir einfach mal das komplette Set hier raus. Ich hoffe, dass das funktioniert und nicht irgendwo noch festgemacht ist oder so. Es scheint zu klappen. Oh ja. Wow, okay. So, Schaumstoff kann weg. Die Polsterungen haben ihren Zweck erfüllt. Und so sieht das Ganze dann aus. Also ich kann schon mal sagen, es sieht nicht nur verdammt mächtig aus, sondern es ist auch verdammt schwer. Diese Holzbox, die ist wirklich, also der Name ist Programm, es ist wirklich aus Holz und sie ist auch entsprechend gewichtsintensiv. So, bevor wir zur Box kommen, hier noch die Hand des Königs, kennt man ja aus der Serie. Wir haben hier diesen goldschwarzen Anstecker mit der Hand und das ist hier extra beigelegt aus Metall. Das ist ja die Anstecknadel des engsten Beraters des Königs bzw. des Stellvertreters. Also es ist neben dem König das höchste Amt der sieben Königslande. So sieht dann die Box aus. Wir haben hier oben wieder das Sichtfenster, das echt mächtig gestaltet ist. Denn man kann hier wirklich eine Ebene nach der anderen ansehen. Wir sehen ganz hinten, es ist schwer zu zeigen, aber ich werde es irgendwie versuchen, mit einer Hand anzuheben, mit der anderen zu zeigen. Hier in der Mitte sehen wir den eisernen Thron. Dann haben wir hier eine entsprechende Waldkulisse und dann die diversen Wappentiere. Also wir sehen hier links den Wolf, Haus Stark. Dann rechts haben wir hier einmal in Rot den Hirsch, also Haus Baratheon. Dahinter noch den Löwen, Lannister. Dann haben wir oben auch noch den Raben. Und jetzt fehlt mir aber irgendwie, ah ja genau, da hinten ist er, der Drache. Targaryen. Sehr schön. Also alle Familien sind hier mit eingearbeitet. Das Ganze ist dann hier rechts zu öffnen. Bedeutet, wir haben hier die einzelnen Staffeln so zum Rausziehen. Und damit nicht genug. Wir haben hier auch einen Lederverschluss, der hier entsprechend festgemacht wurde. Ich glaube ja, vernietet. Und dann kann man das hier entsprechend zumachen. Probieren wir es gleich mal, ob das geht. Es geht echt streng, aber es sollte doch hinhauen. Jawohl. Und dann können wir mit diesem Pin, also mit dieser Hand des Königs Anstecknadel dann, das Ganze hier versiegeln. Also hier kann man das dann entsprechend einstecken und dann verhindert man, dass das Ganze aufgeht. Jawohl, also hier unten dann noch in Gold eingeprägt Game of Thrones The Complete Collection. Das sieht auch mächtig aus. Also nochmal dieses Siegel, das wir schon von dem Schuber kennen. Und das ist hier auch wirklich eingeprägt. Also man kann es hier wirklich erfüllen. Und wir haben dann auch noch diverse Schnitte hier drin, die auch der Optik hier beigesetzt wurden. Also wir haben hier diverse Schnitte. Das ist keine Beschädigung, sondern das ist extra so gemacht. Gut, ansonsten hier wirklich komplett von allen Seiten in Holzoptik. Wir haben hier dann auf der linken Seite wieder den Schriftzug Game of Thrones, The Complete Collection und HBO. Auch das hier ist wieder entsprechend geprägt worden. Echt mächtig. Und dann würde ich sagen, wir schauen uns nochmal ganz kurz die Rückseite an. Jawohl. Und zwar haben wir hier das berühmteste Zitat oder die berühmteste Beschreibung von Game of Thrones. When you play the Game of Thrones, you win or you die. Jawohl, viel besser und kürzer kann man das nicht zusammenfassen. Hier auf diesem Lederumband oder diesem Ledersiegel haben wir dann auch wieder den Schriftzug, darunter die Complete Collection stehen
Und dann will ich sagen, wir werfen mal einen Blick ins Innenleben. Das Ganze ist dann so aufgebaut, eventuell probieren wir es nochmal von der Seite, dass man die einzelnen Staffeln hier rausziehen kann. Und wir sehen, das sind dann wirklich diese einzelnen Ebenen, die dann hier dieses Panorama, dieses vielschichtige Bild hier ergeben. Wir haben hier die Blu-rays mit eingearbeitet in diesen Stecktaschen. Und das Ganze ist dann hier mit Leder durchnummeriert. Also nicht nur hier so ein kleines Lederstück zum Rausziehen, sondern das Ganze dient auch der Nummerierung. Wir lesen hier 1, also das ist die erste Staffel. Und hier auf der Rückseite haben wir dann die nächsten beiden Blu-rays. Also 4 Stück hier für die erste Staffel. Wir schauen uns mal ganz kurz an, wie die CDs, also die Blu-rays ausschauen. Denn, jawohl, die wurden auch nummeriert. So sieht das aus. Also wir lesen hier dann die komplette erste Staffel. Disc 1, Episoden 1 und 2 und Specials. Also, dass man da nicht durcheinander kommt, hat man auch wirklich alle noch einzeln durchnummeriert. Dann kommen wir mal zu Ebene Nummer 2. Das ist in diesem Fall dann die rote. Hier haben wir dann den Hirsch der Familie Baratheon. Auch hier wieder 2 Blu-rays. Hier der Zweier. Und auf der Rückseite geht das Ganze dann weiter. Also, und die sind auch echt sehr dick, diese Rahmen. Also, ich weiß nicht, ob man das erkennt, aber die sind schon stabil und die halten schon was aus. So, dann, ja, im Idealfall, am besten drehen wir das einfach um, weil dann können wir das besser dann wieder zurück machen. So, dann kommen wir zur Ebene 3. Hier haben wir dann die Wölfe. Das sieht mir hier stark nach Red Wedding aus. 2 Blu-rays vorne und 2 Blu-rays hinten. Die Nummer 4, die komplette vierte Staffel. Hier haben wir entsprechend die Löwen der Lannisters, die hier etwas leiden, zumindest der linke. Und auf der Rückseite dann so. Also wir haben hier immer auch Andeutungen in dem Artwork, was sich in der Staffel so ereignet, was hier so passiert in der jeweiligen Staffel. Hier zum Beispiel auch ganz klar das ganze Feuer- und Flammeninferno und hier die Drachen. Jawohl. Diese Masken kennen wir auch noch aus der 5. Staffel. Das Ganze hier in so einem Olivgrün. So, dann haben wir Staffel Nummer 6. Ja, hier hat dann der Hirsch der Baratheons leiden müssen. Hier sehen wir auch jede Menge Feuer. So sieht die Rückseite aus. Staffel 7 haben wir dann hier. Das war dann schon der Krieg mit oder im Norden mit den Untoten. Jawohl. Und dann kommen wir zur finalen Staffel, zur Staffel 8. Hier haben wir sie auch wieder. Die Untoten. Und so sieht die Rückseite aus. Sehr schön. Gut, das waren die 8 Staffeln der Serie. Aber damit nicht genug, wir haben noch eine zusätzliche Ebene, und zwar diese hier. Hier sehen wir den Eisernen Thron in Weiß und rundherum alles in einem Schwarz-Dunkelrot. So sieht das aus. Und hier haben wir dann die Nummerierung nicht mehr, sondern hier lesen wir dann ein Plus. Also Plus, Bonus, so sieht das aus. Und hier haben wir dann auch noch, neben den Blu-rays, in diesem Fall sind es ja nur 3, da ist dann der 4. Steckplatz frei und hier haben wir dann ein Booklet dabei. Game of Thrones, die komplette Serie, Episodenführer. Okay, dann schauen wir mal hinein. Der Mann, der ein Urteil fällt, soll auch das Schwert führen. Ein Zitat von Ned Stark. Okay, das ist echt gelungen. Also hier lesen wir erstens mal die ganzen Folgen der einzelnen Staffel. Und wir haben dann hier auch noch aufgelistet, was hier als Special mit drauf ist. Sehr schön. Okay, und das zieht sich jetzt so durch. Also wir haben hier wirklich dann die Info,
zu den einzelnen Blu-rays, zu den einzelnen Staffeln. Was sind hier für Episoden und was wurde hier an Specials hinzugefügt? Das Ganze dann noch hier mit Zitaten aufgelockert. Wenn ihr Gerechtigkeit sucht, seid ihr an den falschen Ort gekommen. Tyrion Lannister. Staffel 5, Staffel 6. So, dann noch ein Zitat. Es gibt nur einen Krieg, der eine Rolle spielt und er ist gekommen. Jon Schnee. Jawohl. Gut, dann haben wir noch eine letzte Seite, Staffel 8. Alles, was du je getan hast, hat dich hierher geführt. Der dreieugige Rabe. Dann hier noch die Episoden der 8. Staffel. Und dann haben wir noch eine Seite mit den Bonusinhalten. Also, was hieß hier auf Bonusdisc 1, 2 und 3? Jawohl, hier dann nochmal das Zitat auf Deutsch. Wenn man das Spiel der Throne spielt, gewinnt man oder man stirbt. So, das Ganze in diesem kleinen Booklet hier. Und dann würde ich sagen, packen wir das Ganze wieder zusammen. Wir können nochmal kurz jetzt, wo es leer ist, reinschauen, denn wir sehen jetzt hier, wir haben hier sowohl unten als auch oben hier diese einzelnen Schienen, um die einzelnen Bereiche hier wieder reinzusetzen. Und wir haben hier hinten und hier vorne so eine dünne Klarsichtscheibe, also so eine kleine Plastikscheibe, durch die man dann hier wunderbar das Ganze einsehen kann. So, dann fangen wir mal an mit den Bonusinhalten hier. Staffel 8 kommt danach. Und dann sehen wir jetzt auch, ich werde das mal ein bisschen mittiger machen, wie sich hier dann wieder Schritt für Schritt das Ganze vervollständigt. Kann man das sehen? Ja, ich denke. Eventuell halte ich es mal so mit links fest. Ich hoffe, ich kriege das hin. Und dann könnt ihr hier zuschauen, wie sich hier Ebene für Ebene das Bild wieder zusammensetzt. Also rein von der Optik her ist das schon sehr gelungen in meinen Augen. Größter Kritikpunkt aus meiner Sicht ist, und ich glaube, da werde ich den meisten aus dem Herzen sprechen, der Preis. Denn es gibt diese Box auch auf der englischen Seite, also auf Amazon.com zum Beispiel. Und dort kostet diese Box 250 US-Dollar. Das ist in meinen Augen ein angemessener Preis, wenn man bedenkt, man hat hier wirklich 8 Staffeln, Blu-ray, das ganze Bonus extra, dann noch diese hochwertige Holzbox. Also wäre in meinen Augen ein gerechtfertigter Preis oder ist in meinen Augen ein gerechtfertigter Preis. Allerdings kommen wir jetzt zur deutschen bzw. österreichischen Seite. Wenn man das Ganze auf Amazon.de bestellt, weil man eben die Staffeln auch auf Deutsch anschauen möchte, dann bewegt man sich in einem Preisspektrum, das jenseits des amerikanischen ist. Jetzt hängt hier gerade die Ebene fest. Und zwar kostet das Ganze in Deutschland bzw. Österreich 400 Euro. Und das ist schon ein gewaltiger Unterschied. Ich muss sagen, ich kenne jetzt den aktuellen Euro-Dollar-Wechselkurs nicht, aber ich glaube doch, dass 400 Euro etwas sehr viel ist, gerade im Hinblick des amerikanischen Preises. Aber ja, gut. Wir fassen zum Abschluss noch einmal kurz zusammen, was sich alles in dieser Box befindet. Game of Thrones, The Complete Collection, die komplette Blu-ray-Kollektion. Wir haben hier in dieser Box diese 9 Ebenen, 8 Staffeln mit insgesamt 73 Episoden, verteilt auf 30 Blu-ray-Discs. Und wir haben da noch 3 Blu-ray-Discs extra, die dann 15 Stunden Bonusmaterial beherbergen. Wir haben diesen kleinen Anstecker hier, die Hand des Königs, diesen Berater-Anstecker, und das Ganze kommt dann in dieser wunderbaren Holzbox inklusive Pappschuber und zusätzlicher Verpackung. Jawohl, mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von der Serie bzw. von dieser Box? Schreibt es in die Kommentare, und wenn ihr das Ganze feiert, wenn ihr Game of Thrones unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung.
Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao.